Videos sind schwer, weil man sich was anziehen und das Gesicht waschen muss. Videos sind schwer, weil ich viel besser schreibe, als ich spreche. Videos sind schwer, weil Autoren für mich oft Fantasiewesen sind, von denen ich nur eine ganz vage Vorstellung habe. Videos sind schwer, weil man echt viel von sich zeigt und sich nicht verstecken kann. Man ist eine Person mit einem Gesicht und es kann oft sein, dass ich ein Video öffne und mir gefällt das Gesicht nicht oder die Stimme und ich denke, ich mag dich nicht. Wir reden oft über Videos, als wäre das eine aufregende neue Form, die jetzt irgendwann in ein paar Jahren mal kommt. Es gibt Leute wie Iris Radisch, die auf Zeit Online seit Jahren einfach jede Woche ein Buch empfiehlt. Sie hält das Buch in die Kamera, sie redet darüber. Iris Radisch ist eine Booktuberin. Ich liebe Videos, die einfach anfangen. Ich hasse es, wenn auf YouTube ein Buch vorgestellt wird und die Person erstmal ganz lange den Einband filmt und sagt, oh, hört mal, wie das Papier raschelt. Ich habe das Gefühl, Buchvorstellungen auf YouTube sind viel zu oft wie Dauerwerbesendungen auf QVC. Es wird sehr viel über Haptik und Ausstattung geredet. Videos sind schwer, weil man pro Minute ungefähr 200 Worte hören und verstehen kann, aber bis zu 1000 Worte lesen. Und die meisten Leute, die gerne lesen und die sich für Bücher interessieren, lesen dann eben lieber. Zuhören ist langsamer. Das sind verschiedene Verarbeitungsgeschwindigkeiten. Den Text kann man überfliegen, da kann man scrollen, da kann man sich sehr schnell einen Überblick verschaffen. Bei einem Video muss man ganz lange dranbleiben. Und wenn dann die Person im Video nicht zum Punkt kommt, fragt man sich halt schnell, warum gucke ich mir das überhaupt an? Texte haben eine höhere Informationsdichte. Oh Gott, ich bin so nervös. Videos sind schwer, weil Leser ja gerne lesen. Und ich mich dann immer frage, wer guckt denn gerne Videos, wenn er in derselben Zeit auch lesen könnte? Die YouTuber, die ich mag, sind oft nicht Leute, die was furchtbar Interessantes zu sagen haben, sondern die eine gewisse Energie haben, die laut sind, die witzig sind, die schrill sind oder bissig. Ich weiß nicht, wie wichtig die Inhalte sind. Ich denke oft eher, ach ja, das ist eine Person, die ich gerne blubbern höre, plappern höre. Mein Ideal an Texte ist, dass sie dicht sind, dass jedes Wort sitzt und ganz präzise ist. Mein Ideal an Videos ist, glaube ich, dass sie schnell sind, dass sie Energie haben, dass sie mich mitreißen. Videos sind... Die Stimmen, die ich auf YouTube besonders mag, sind alle laut und irgendwie manisch. Eine Bühne, ein Hörsaal, ein Publikum, das macht mir alles keine Angst. Das kann ich ganz gut. Aber das ist auch eine Live-Situation. Und durch diese Live-Situation, durch das Publikum, ist eine Anspannung da. Wenn ich alleine mit einem Camcorder irgendwo stehe, denke ich halt nach jedem Take, mach es nochmal. Mach es immer weiter. Und da geht eine Menge Spannung verloren. Wenn ich irgendwo eingeladen bin, dann hören mir die Leute zwar gerne zu, aber ich merke auch, dass sie immer so grinsen oder so lächeln oder so denken, was ist das für ein Chaot? Mal gucken, ob das gut geht. Und ich glaube, das ist bei ganz vielen Sachen so, dass man jeden Zauberer, jeden Artisten, jeden Messerwerfer gerne live sieht, weil man immer denkt, mal gucken, ob es wirklich klappt. Mal gucken, ob er nicht gleich daneben greift. Aber wenn ich alleine irgendwo stehe mit einer Kamera, dann muss ich diese Anspannung aus mir selbst rausschöpfen. Und da bin ich halt immer sehr schnell dabei, stattdessen zu sagen, nee, komm, Abbruch, wir probieren es nochmal. Live steht ja auch viel mehr auf dem Spiel. Und das macht die Sache spannender, schwerer, aber halt auch einfacher. Ich glaube, Videos sind gut, wenn es laut werden soll. Oder persönlich, albern, subjektiv. Wenn die Persönlichkeit wichtiger ist als... Videos sind schwer, weil schon 3 Minuten oft ewig lang scheinen. Videos sind schwer, weil ich oft gar nicht weiß, wer die Zielgruppe ist. Und weil ich immer das Gefühl habe, Leute gehen nur zu YouTube, um danach Spacken zu suchen, die sie dann beschimpfen können. Videos sind toll, weil man Begeisterung vermitteln kann. Videos können genauso dumm oder klug wie Texte sein, aber ich glaube, in Texten ist mehr Platz für komplexe Sätze und deshalb auch für komplexere Gedanken. In einem Text kann ich alles gestalten, alles liegt in meiner Hand. Bei einem Video gibt es viel mehr Vorgaben. Es gibt meine Stimme, es gibt meinen Körper. Ich weiß, wie ich vermeiden kann, dass ein Text billig klingt, aber ich weiß noch nicht, wie ich vermeiden kann, dass ein Video unglaublich billig und amateurhaft aussieht. Ich merke, dass ich mich vor jeder Einstellung zwingen muss. Sei locker, sei lebendig, sei authentisch. Reiß die Augen nicht so weit auf. Diese Sätze wirken steif und aufgesagt. Videos drehen, das ist vielleicht ein bisschen wie Flirten oder Tanzen. Wenn man aussieht, als sei man verzweifelt, dann wird das Ganze sehr schnell verbissen und rostlos. Bei Videos kann viel mehr schief gehen. Sie können auf viel mehr Ebenen misslingen oder holpern. Je mehr man von sich zeigt, desto angreifbarer. Videos sind schwer, weil ich es oft ein bisschen leblos und lieblos finde, wenn nur eine Person in die Kamera redet. Am liebsten hätte ich eine Talkshow, wo jeden Abend eine Person reinkommt, die ich nicht kenne, und dann lerne ich sie kennen und frage sie aus. Ich glaube, das wird mir so am meisten Spaß machen vor einer Kamera. So wie es jetzt ist, ist es halt Amateurliga. Und ich bin nicht gerne Amateur. Das hier ist ein Video über Bücher und über Literaturkritik und über die Frage, wie man Bücher in Videos kriegt. Ich bin Kulturjournalist. Wer redet über Bücher? Wie redet man über Bücher? Was passiert, wenn man auf YouTube über Bücher redet?
Mein Name ist Stefan Mesch, ich bin 32 und wenn ich groß bin, werde ich Schriftsteller. Leute wünschen sich oft, dass weniger geredet wird. Ich wünsche mir, dass besser geredet wird. Und ich glaube, YouTube ist ein Ort, auf dem man lernen kann, wie man besser redet. Oder wie man auch, wenn man redet, was sagen kann. Was bringt mir die Bildebene? Und will ich 5, 10, 30 Minuten lang auf einen Kopf tippen?